Frohe Weihnachten euch allen und willkommen hier zu den Christmas NBA Games, die Spiele, die heute am 25. Dezember in Amerika stattfinden. Es treffen unter anderem aufeinander die Oklahoma City Thunder bei den Houston Rockets, mein absolutes Lieblingsspiel vom heutigen Abend, weil es auch um 21 Uhr ist. Aber zuerst als kleine Weihnachtsüberraschung geht es los mit New York gegen Milwaukee, ein Spiel, bei dem viele Punkte fallen könnten. Danach eben Houston gegen Oklahoma, Boston gegen Philadelphia, die Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors und was ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, danach kommen auch noch die Portland Trailblazers bei den Utah Jazz. Ganz kurze Zusammenfassung der Wettbilanz bisher. Im Oktober, November haben wir, oder habe ich besser gesagt, 117 Wetten abgeschlossen, nicht ganz so gut getroffen, sieht hier die Durchschnittsquote ganz gut, dementsprechend trotzdem aber ein Verlust. Im Dezember läuft es ein bisschen besser, Quote geht etwas runter im Durchschnitt mit 1,84 pro Wette, dafür die Trefferquote hoch und am Ende steht bisher auch ein positiver Yield bzw. auch ein paar positive Einheiten da, was auch ein bisschen das Ziel ist und das wollen wir natürlich auch ins neue Jahr retten. Aber fangen wir mal gleich an mit den Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks. Die Bucks mit 22 Siegen und 10 Niederlagen momentan auf Platz 2 der Eastern Conference, haben genauso viele Niederlagen wie die führenden Toronto Raptors, aber halt noch ein paar Spiele weniger. Und sie treffen jetzt gegen das zweitschlechteste Team des Ostens aufeinander, die New York Knicks, mit denen ja, war zu rechnen, dass sie da ganz hinten sind, vor allem da ihr Starspieler Kristaps Porzingis im Prinzip seit letztem Jahr schon ausgefallen ist oder seit letzter Saison besser gesagt. Die Bucks sind klarer Favorit, der positive Spread plus 10 ist mir ein bisschen zu hoch, um ehrlich zu sein. Bei dem Spiel, ich weiß auch noch nicht genau, ob ich es schauen werde. Überlege ich aber trotzdem dann eine kleine Wette zu spielen. Und zwar, das erste Spiel haben die Bucks gewonnen, das zweite übrigens die New York Knicks mit 136 zu 134. Was ich hier auch ganz spannend finde, in beiden Spielen waren immer deutlich über 240 Punkte. Beziehungsweise beim ersten 237, beim zweiten 270. Und vielleicht ist die Moneyline von 227 interessant. Aber ansonsten dürfte dem Sieg der Milwaukee Bucks nichts entgegenstehen. Vor allem, da sie ja das letzte Spiel verloren haben, dürften sie die richtige Einstellung haben. Richtig, wie schon gesagt, freue ich mich auf die Oklahoma City Thunder bei den Houston Rockets. Leider fällt Chris Paul bei den Houston aus. Dafür wird heute sehr, sehr wahrscheinlich sein Ersatz bzw. die Neuverpflichtung vom Free Agent Markt Austin Rivers auflaufen. Und auch wenn ich jetzt von dem Spieler gar nicht so viel halte, den können die Rockets gebrauchen, denn sie haben wirklich einen sehr, sehr dünnen Kader und sind auch mit 17 Siegen und 15 Niederlagen im Westen derzeit nicht in den Playoffs. Schauen wir mal schnell. Beziehungsweise ganz knapp drin. 6 der letzten 10 Spiele gewonnen. Besser, beziehungsweise in den letzten 10 Spielen läuft es genauso für Oklahoma, aber die stehen dafür mit 21 Siegen und 11 Niederlagen auf Rang 3. Und das nach einem wirklich schlechten Start. Ihr erinnert euch vielleicht, es hat lange gedauert, bis die sich gefunden haben, aber seitdem läuft's und das ist ein Team, was wirklich Spaß macht. Unabhängig davon, ob jetzt Chris Paul verletzt ist oder nicht, favorisiere ich hier ganz klar die Thunder, denn es ist so ein National TV Game und ich glaube, dass Oklahoma da einfach sich mehr präsentieren möchte und vielleicht deshalb die bessere Einstellung hat. Paul George spielt auf MVP-Level, Russell Westbrook legt wieder MVP-Stats auf mit 10 über 10 Assists, über 10 Rebounds und ich glaube, da braucht man gar nicht erst die Statistik von ihm anschauen. Auch über 10 Punkte macht er natürlich, also wieder ein Triple-Double im Schnitt. Aber vor allem Paul George steelt auch unglaublich stark, hat eine hohe Trefferquote, hat jetzt auch mal einen Buzzer-Beater getroffen und Dennis Schröder macht einen guten Job, Steve Adams sowieso. Also diese Thunder, die machen wirklich Spaß und wenn die so spielen wie jetzt die letzten Wochen, dann könnte das echt ein spannendes Spiel sein.
Das erste Spiel haben die Thunder auch 98 zu 80 gewonnen. Und wie gesagt, ich favorisiere sie sehr. Die Over-Under-Line würde ich hier nicht spielen. Ich sehe zwar prinzipiell Under, aber tut mir da immer sehr, sehr schwer. Also Favorit für mich Oklahoma, und die haben auch zumindest eine Zweierquote. Also die werde ich wahrscheinlich mitnehmen. So, ganz spannend wird es bei Philadelphia gegen die Boston Celtics. Also, Boston ist hier klarer Favorit. Brad Brown, der Coach der 76ers, ist wohl überzeugt davon, dass er die beste Starting Five der Liga hat. Mit Embiid, Simmons, Jimmy Butler hat er da vielleicht auch nicht ganz unrecht. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich von diesem Spiel erhalten soll. Denn Boston kann man jetzt vielleicht negativ Überraschung, weiß nicht, ob das ein bisschen zu krass ausgedrückt ist, aber mit 19 Siegen und 13 Niederlagen stehen sie nicht auf Platz 1, wo man sie vielleicht vor der Saison gesehen hätte. Aber vor allem hat man doch erwartet, jetzt mit der Rückkehr von Kyrie Irving, von Gordon Hayward und der Entwicklung der letztjährigen Playoff-Mannschaft, viele junge Spieler waren ja da dabei, die auf sich aufmerksam gemacht haben, Tatum, DeRozier, Jaylen Brown, Smart und wie sie nicht noch alle heißen. Also da hat man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet und vor allem, dass es von der Teamchemie her passt. Aber da scheint es ein bisschen zu brodeln. Es gab auch in der letzten Woche ein Players-Only-Meeting, bei dem es wohl auch darum ging, dass die mehr miteinander spielen müssen und nicht jeder auf seinen eigenen Wurf schauen möchte. Kyrie Irving hat das dann auch im Interview danach noch gesagt, was ich jetzt persönlich ein bisschen grenzwertig finde, wenn er da gleich ausplaudert, was so besprochen worden ist. Auf der anderen Seite werden die das hoffentlich auch abgesprochen haben. Die 76ers, denen fehlt, finde ich, ob trotz der Verpflichtung von Jimmy Butler immer noch ein bisschen was. Und zwar so ein richtiges, ja, also mehr Gefahr von der Dreierlinie und vor allem ein gefährlicher Ben Simmons im Punkten. Also deshalb bin ich auch noch nicht von denen überzeugt. Das ist ein Spiel für mich, wo ich normalerweise ganz klar die Celtics favorisieren würde, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es da wirklich so gut miteinander klappt. Also hier werde ich eher nicht wetten. Das nächste Spiel sind dann die Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors. LeBron James, ich glaube nicht, dass es bisher ein einziges Weihnachten gegeben hat, in dem er nicht Basketball spielen musste. Jetzt empfängt er daheim in seinem neuen Zuhause in Los Angeles die Golden State Warriors. Die haben die letzten zwei Spiele gegen Playoff-Borderline-Teams, die Clippers und die Mavericks, mehr oder weniger sehr knapp gewonnen. Hier mit einem also mit einem Winning Layup von Steph Curry und auch gegen die Dallas Mavericks erst kurz vor Schluss eigentlich den Sieg eingefädelt. Die Lakers sind untergegangen in Memphis, haben davor gegen die Pelicans gewonnen und davor allerdings gegen die Nets und Wizards deutlich, also deutlich sogar gegen die Besatz verloren. Und ich glaube, viel hängt ein bisschen davon ab, ob Tyson Chandler dabei ist. McGee wird ausfallen. Und sie haben halt dann nichts mehr auf der Center-Position. Und dass so ein Rim Protector oder einer, der die Rebounds abfängt, das brauchen die unbedingt. Und McGee macht dieses Jahr wirklich einen viel besseren Job, als wahrscheinlich jeder vermutet hat oder hätte. Und der Ausfall tut weh. Und wenn dann Chandler auch nicht dabei ist, dann ist das mit Sicherheit, wenn Durant spielt, hier ist er als Day-to-Day gelistet, gegen Warriors, die sehr, sehr gut penetrieren können, aber natürlich auch die gefährlichsten Waffen von Downtown haben, eine Mammutaufgabe. Und ich kann mir irgendwie kein Ergebnis vorstellen, in dem Los Angeles dieses Spiel gewinnen wird. Vor allem, weil es halt auch wieder ein Christmas Game ist. Und was bedeutet das? Das bedeutet, es ist ein National TV Game und Spieler sind da schon tendierend dazu, da fokussierter ranzugehen, wenn das Spiel quasi im ganzen Lande übertragen wird.
Es ist vielleicht dann auch etwas wie, keine Ahnung, wenn Dortmund gegen oder Bayern spielt oder Manchester City gegen Liverpool, das wird in alle Länder übertragen, die Leute schauen es an und da haben die Spieler vielleicht eine ganz andere Einstellung, als wenn es am Vorweihnachtstag, in Anführungsstrichen, nur vor heimischem Publikum, vom heimischen TV-Sender, gegen irgendein Gurkenteam geht. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Spread von 8,5 auf die Warriors Value enthält, beziehungsweise ob die Warriors das schaffen, denn die letzten beiden Spiele haben sie dann doch knapp nur gewonnen, wie gerade eben schon gesehen. Und auch, ja, man kann jetzt da nicht so viel rauslesen, aber auch gegen die Kings vor 2 Wochen, ist auch schon wieder ein paar Tage her, relativ knapp gewonnen. Also ich sehe, wie gesagt, kein Ergebnis, in dem die Lakers gewinnen werden. Vielleicht kann man schauen, ob man bei Warriors minus 5 oder so noch eine gute Quote bekommt und das vielleicht sogar mit etwas kombinieren. Wie schon am Anfang erwähnt, spielen dann auch noch die Portland Trailblazers gegen die Utah Jazz. Bei dem Spiel habe ich auch nicht wirklich eine Prediction. Da geht es mir so ein bisschen wie bei den 76ers versus den Boston Celtics. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich Utah einzuschätzen habe. Die sind jetzt nun wirklich gerade nicht in den Playoffs, mit 16 Siegen und 18 Niederlagen. Der Westen, wenn man jetzt mal Phoenix ausklammert, ist unglaublich eng wieder zusammen, noch enger als im letzten Jahr. Hier haben wir die Jazz. Ja, da hatte ich bisher mehr erwartet nach dem letztjährigen Run in den Playoffs, aber auch zum Ende der Saison. Momentan scheint das aber noch nicht alles so zu funzen. Knappe Niederlage gegen OKC. Davor ein deutlicher Sieg in Portland. Und von daher sind die auch in dem Spiel Favorit. Aber minus 6 hat jetzt, werde ich jetzt nicht anspielen. Und auch hier tue ich mir sehr schwer, ein gutes Gefühl zu haben, wenn ich auf Utah gehen würde. Deshalb werde ich auch wahrscheinlich die Finger weglassen. Insgesamt für Basketballfans ist das natürlich ein toller Abend. Ich habe jetzt hier nochmal Bet 365 offen, um nochmal hier die offiziellen Quoten zu sehen. Also, wenn ich den heutigen Abend aus reiner Wettsicht betrachte und nicht einfach mich freue, zumindest hier zwei Basketballspiele zu sehen, okay, also für Bucks versus Knicks werde ich wahrscheinlich kein Familienessen auslassen, aber mal gucken. Auf jeden Fall denke ich, dass ich rein des Spaßes wegen eine kleine Kombi machen werde. Und zwar werde ich Bucks versus Knicks ein Over nehmen. Und zwar nicht auf die offizielle Line von 227, sondern ich werde mir noch ein paar Punkte wegkaufen. Also vielleicht, dass ich dann sage, klicken wir mal ganz kurz drauf, damit ich euch zeigen kann, was ich meine. Da, habt Spezialwetten. Das ist nicht interessant. So, dass ich zum Beispiel jetzt hier sage, es gibt mehr als 219 Punkte. Und bei OKC gegen die Rockets glaube ich sowieso, dass Oklahoma gewinnt. Aber wir könnten uns dann zum Beispiel hier überlegen, Thunder plus 6 hätte auch eine 1,4er, hätten wir also zwei 1,4er zusammen eine 2,0. Also das ist wahrscheinlich so die Wette, die ich spielen werde, um mir aus Wettsicht den Basketballtag noch ein bisschen spannender zu machen. Was denkt ihr, könnte heute passieren? Könnten die Lakers vielleicht doch die Überraschung schaffen? Wird Portland in Utah zurückschlagen, nachdem sie das Hinspiel oder das erste Spiel der Serie daheim deutlich verloren haben. 76ers versus Boston haben die Celtics sich gefangen, sind nicht 223 Punkte vielleicht viel zu viel als Line. Was sind denn eure Tipps? Ich freue mich auf eure Meinung. Auf jeden Fall danke für jedes Abo, danke auch für jeden Like für dieses Video und nochmal dann wunderschöne und erholsame und erfolgreiche Weihnachtstage euch allen.